Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Info-News zu meinem Kanal Mr. Helm. Ja, als allererstes direkt zwei Sachen auf einmal. Hier seht ihr mein neues Banner. Habe ich selbst zusammengepopelt gestern vor lauter Frust, wo ich mich so geärgert habe. Ihr wisst worüber, ich will halt gar nicht großartig erwähnen. Aber trotzdem ist Anlass zur großen Freude, denn am Wochenende haben wir auch die 9000 Abonnenten-Marke geknackt. Dazu erstmal herzlichen Dank an euch. Ich freue mich wirklich riesig. 9000 Abonnenten ist schon eine Hausnummer. Hätte ich nie mit gerechnet, dass das so weite Kreise zieht. Ja, ich bin jetzt fast 3 Jahre dabei und hat ganz klein angefangen. Dann gab es auf einmal einen Riesenschub und seitdem wächst es unaufhörlich, wächst meine Fangemeinde unaufhörlich und ihr als Community seid einfach klasse. Da sieht man speziell zum Beispiel am letzten Video, ja, ich hatte ja so eine Aktion vor, ich möchte jetzt gar nicht näher drauf eingehen, wollte mit euch was zusammen machen, ja, da gab es leider einen herben Rückschlag, ja, aber anstatt mich zu beschimpfen oder sonstiges, was viele Leute einfach tun würden, ja, habt ihr Verständnis gezeigt, habt ihr zu mir gehalten und ja, ich bleib weiterhin am Ball und werde versuchen, noch was zu drehen, dass wir noch irgendwann machen können, aber ja, jetzt heute erstmal herzlichen Dank, wirklich, 9000 Abonnenten, hip hip hurra. Sind noch 14 Tage, bis meine 3 Jahre voll sind und hätte ich nicht gedacht, ja, einfach klasse, weiter so. Ja, ihr sagt auch immer weiter so und ich werde definitiv weiter so machen. Was kommt denn in den nächsten Monaten noch? Was wird denn weiteres erscheinen? Also als erstes Mal bleiben wir natürlich bei ARK am Ball. Wir werden voll durchstarten und sind bald wieder da. Dann kommt diesen Monat noch quasi das Spiel raus. Zombie U für die Wii wird jetzt auch für den PC released. Heißt einfach nur Zombie. Und da werde ich selbstverständlich auch reingucken. Und dann noch etwas später dieses Jahres auf jeden Fall wird dabei sein. Und zwar hier Fallout 4. Ja, das ist einfach ein Muss. Ich liebe die Fallout-Serie. Ich habe es nie als LP gezockt, aber ich habe sie so natürlich gespielt. Und das ist ein gnadenlos geiles Game. Macht einfach hammermäßig Spaß. Ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Die Atmosphäre packt einen total. Ich finde, das ist ein absolutes Muss. Und ja, was auch noch ein absolutes Muss ist, auf jeden Fall, ist dieses hier. Genau, Star Wars Battlefront. Das werde ich mir auch auf jeden Fall holen. Attention all fighters. There is an Imperial transport attempting to escape. Find the target and take it out. Okay, Red Squadron. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ja, wird wieder ein feines Gefetze. So wie es ausschaut. Ja, ich hoffe, dass DICE dieses Mal einen schönen Job abliefern wird. Battlefield 4 waren ja einige harsche Kritikpunkte vorhanden und naja, wollen wir nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall, ja, seht ihr, es lohnt sich wohl dabei zu bleiben, hoffe ich doch für euch. Ich habe auf jeden Fall meinen Spaß, den werde ich weiterhin haben und genau so fahre ich meine Linie weiter, ja. Ich sehe zu, dass ich Spaß habe an den Videos, an den Spielen und dann habt ihr automatisch auch Spaß, ne? Klar, kommt dann viel besser rüber, ne? Hier mit irgendwelchen Querversuchen irgendwas zu zocken, was ich nicht will, weil andere es wollen und so, das kannst du alles vergessen. Zocken muss mir Spaß machen, damit euch Spaß macht zuzuschauen. Ist doch mal ganz simpel. So, und jetzt nochmal zurück zu dem Banner. Ja,
Was haltet ihr davon? Dann habe ich gestern zusammengepimpt. ganz furchtbar. Eine Heidenarbeit. Ewige Arbeit, kann ich nur sagen. Da zusammenzufummeln. Und warum habe ich das Alter abgeschafft? Das war einfach nicht mehr zeitgemäß. Battlefield 4, Planet Side 2. Schreibt jetzt nicht wieder drunter. Welcome, Planet Side 2. Ja. War halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich habe hier einfach mal ein paar Jungs aus verschiedenen Spielen zusammengetragen, habe Mr. Helm eingebaut und habe die Ehre, ist ja nun mal quasi mein Markenzeichen, ja, mein Wiedererkennwert, wie kann man das alles ausdrücken? Ja, schreibt mir mal drunter, was haltet ihr davon? Findet ihr das gut oder hat euch das andere besser gefallen? Ist euch das zu billig oder ist das einfach zu viel? Eure Meinung zählt, das kann man noch anpassen. Ich kann das auch nochmal umbauen, aber auf jeden Fall musste jetzt was Neues her. 9000er Marke erreicht, jetzt musste unbedingt was Neues her. Ich konnte meinen Frust auslassen an der Bastelei. Hat wunderbar geklappt, mir gefällt es an für sich gut. Ja, jetzt eure Meinung gefragt. Gefällt euch das Banner? Gefällt es euch nicht? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn was euch nicht gefällt oder was euch gefällt. Ja, was man ändern könnte oder ob ihr eine ganz andere Idee habt. Eure Meinung zählt. Ja, das gucke ich mir an und dann dementsprechend könnten wir vielleicht was umbasteln. Okay, das war's soweit. Ich bedanke mich hier nochmal für 9000 Abonnenten und ja, nächste Woche erreichen wir die 10.000. Hip, hip, hurra! Nein, wird wohl nur ein bisschen dauern, bis wir die 10.000 erreicht haben. Aber zum 10.000 mache ich auch ein richtig fettes nochmal Abo-Special. Lasst euch überraschen. Okay, das war's hier auch. Ne? In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Habe die Ehre. Tschüss.